Hallo ihr Lieben, heute bin ich dran, euch meine Wunderstory zu erzählen. Gott hat ganz viele Wunder in meinem Leben getan und heute möchte ich euch einfach von zwei erzählen. Ich war mit Freunden Lagerfeuer machen und derjenige hat ein paar Sachen von seinem Hausrat verbrannt und so. Und wir haben dabei gegrillt und hatten Gemeinschaft und hatten dann so die Autos so rund ums Feuer geparkt im Halbkreis und haben einfach die Zeit genossen und immer mal hat einer dann von den Möbeln, die verbrannt werden sollten und so, da was draufgeworfen und irgendwann brachte dann jemand einen Sack und aus irgendeinem Grund, keine Ahnung warum, ist aus Versehen da eine Teppichreinigungsflasche reingekommen. Er warf den Sack auf das Feuer und es zischte, es wurde blau und grün und schlug Flammen und ich stand halt direkt in dem Halbkreis, wo die Autos waren und in dem Moment explodierte diese Flasche und das Feuer schlug mir genau ins Gesicht. Und ich bin erst zurückgelaufen und dann war aber hinter mir ein Auto und ich konnte nicht weg und habe halt die Arme hochgerissen und die Augen zugemacht. Und ich habe jeden Moment eigentlich darauf gewartet, dass mir das Feuer das Gesicht verbrennt oder die Arme oder so. Es war so heiß. Und ich habe die Arme auch nicht wieder runtergenommen. Ja. Und dann wurde es kälter und ich habe meine Arme runtergenommen, habe erstmal voll unter Schock gestanden. Ja. Alle, die drumherum standen, waren kreidebleich, wusste überhaupt nicht, was passiert ist. Und guck an mir runter und stell fest, okay, nee, es ist alles okay und war schon echt entspannt und wieder gelassen. Und guck dann hinter mich und hinter mir war der Lack von den Autos total verbrannt. Nur da, wo ich stand, war absolut nichts. Ich hatte nicht mal ein versengtes Haar. Gar nichts. Ich weiß noch, ich hatte eine Kunstlederjacke an. Es war nichts. Kein verschmolzenes Stück, gar nichts. Mich hatte nichts getroffen. Der da gegrillt hat, war ein Nichtchrist. Und der sah mich an und war kreidebleich und sagte, also mit deinem Gott lege ich mich nie wieder an. Und das war echt ein Statement. In dem Moment habe ich erst begriffen, was passiert war. Also dass quasi Gott einen Engel geschickt hatte, ja, der sich vor mich gestellt hat und die Flammen abgefangen hat. Und ich weiß nicht, ob er das gesehen hat, aber er hat auf jeden Fall gesehen, dass Gott mich bewahrt hat. Und das war für ihn so ein starkes Zeugnis, dass er wirklich gesagt hat, okay, Gott ist real. Ihr Gott ist real und er schützt die, die er liebt. Und das fand ich echt beeindruckend. Das war für ihn ein Zeugnis, das war für mich ein Zeugnis. Und das habe ich wirklich bis heute im Herzen.